Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute die Hexe. Ja, und ich spiele heute auf Zuschauerwunsch mit den Perks Überladen, Fluch aufgezehrte Hoffnung, trifft deine Wahl und Fluch Nervenkitzel der Jagd. So, ich habe außerdem zwei Addons mit, dass ich meine Fallen ein bisschen schneller setzen kann und dass ich mich aus einer etwas größeren Distanz zu meinen Feinden teleportieren kann. Und ich habe ziemliches Glück, die Totems sind relativ nah beieinander. Das könnte richtig gut werden. Das einzige Problem ist halt die Map, die ist relativ groß. Das heißt, wenn ich Pech bin, bin ich auf der anderen Seite der Map. Und hier bei meinen Totems geht es dann ab. So, ich setze jetzt mal ein paar Fallen gerade hier in dem Eck, dass da die Überlebenden nicht hingehen. Ich spiele ohne Ruinen und man merkt's, ne? Die Generatoren gehen schnell an, ne? So, ich will halt nicht so weit davon weggehen, ne? Aber ich muss. Hallo. Feng einmal, zack. So, ich jag jetzt einfach mal die Feng. Dann hänge ich die in... Hab ich dich? Okay, nee, ich wollte sagen, ich hänge sie in mein Gebiet, aber ich hänge die einfach in den Keller. Das ist viel, viel geiler. So, bei meinem Totem hat es noch nicht gekracht. Das Ding ist, immer wenn ich jemanden auf der Schulter habe, ist so ein Moment... Jetzt wird's kritisch mit den Totems, ne? In dem Moment könnten halt die Überlebenden einfach hingehen und, ja, alle Träume zerstören. Aber, sie denken, die Welt ist gut. Der Killer spielt ohne Ruin. Die Generatoren gehen schnell an, ne? So wie das nun mal ist. Ich schau mal zu dem Generator. Es sieht so aus. Das Ding ist, ich muss mal schauen, ne? Zwei Generatoren haben sie jetzt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit schnell durchgehauen. Ich werde trotzdem jetzt weit weggehen vom Keller. Ich habe den Generator dort, dann habe ich den dort. Oh, okay, und sie haben schön, sogar mit trifft deine Wahl gerettet. Habe ich dich, Mac? Und ich wette, deine Freundin wartet auch hier. Ich lag sie nur nieder, ich hänge die jetzt nicht auf. Ganz fies will ich nicht sein, aber ich dachte mir, naja... Geschenkt ist geschenkt, ne? So schnell wie die Generatoren machen, muss ich jetzt auch so ein bisschen, obwohl das vielleicht böse klingt, so ein bisschen Druck auf die Haken machen. Ich lasse die Fänger unten jetzt... Wobei, sollte ich die einfach liegen lassen, ne? Das wäre so gut für aufgezehrte Hoffnung. Aber andererseits, für die Fänger ist es halt der größte Abfuck, ne? direkt gerettet und zack, gab es eins mit der Pranke. Das ist nicht unbedingt das Schönste, die schönste Spielerfahrung. Darum, ja, lasse ich den mal jetzt den Freiraum und gehe weit weg... So, schau mal. Oh, sie machen weiter Generatoren. Okay, welche Falle? Dort hinten hat es gekracht. Okay, das war nur eine Falle. Und sie haben gerettet. Mist, nicht gut. Weil meine trifft deine Wahl noch aktiv war. Jetzt haben sie auch die Fänge aufgehoben. Okay. Okay, Madame, das tut mir leid für dich. Die anderen sind... Eigentlich wollte ich den Dwight, ne? Schade. Hat's eigentlich gerade eben bei meinem Totem gekracht? Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt echt blöd, wenn ich das vermasse. Hab ich dich? Und plötzlich liegen drei, ne? Stärke der Hexe. Oh Mist, und sie haben sogar gerettet, dass ich kein... Oder haben sie die auf... Haben sie die auf... Haben sie die... Haben sie... Haben sie... Haben sie nicht. Okay, sie haben nicht die aufgezehrte Hoffnung zerstört. So, du kommst jetzt hier an den Haken. Und da hinten wird fleißig jetzt aufgehoben und gerettet. Ja, komm. Ich gehe jetzt wieder hin. Und mach dort wieder Terror. So, Überlebende. Eine liegt noch. War das die unten im Keller, die noch liegt? Ich denke, ja, oder? Nein, nein. Sind die schon alle raus? Falle ausgelöst. Ne, die sind schon raus. Okay, okay, Überlebende. Flinke Hunde hier, ne? So. Hab ich dich, Quentin? Hallo, Dwight. Ich hebe jetzt den Quentin auf und hänge den hin. Wieso ist der Dwight stehen geblieben? Ich könnte mir vorstellen, dass der Dwight mit einem Entscheidungsschlag spielt. Ich meine,
warum sonst würde er so stehen bleiben, so nach dem Motto, hier Killer, hol mich, töte mich bitte, ich will sterben. Ja gut, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen viel rein. Oh, hier oben wurde schon mal dran gearbeitet. Dort hinten haben sie den gemacht. Ich muss jetzt meine Generatoren beieinander halten. So, das Ding ist, dadurch, dass halt jetzt einer geslackt ist, ne, müssen die Überlebenden sich jetzt wirklich sputen, irgendwie mit retten, weißt du, weil die können halt nicht die ganze Zeit Generatoren machen. Dort hinten sehe ich jemanden, sehe ich die Feng anschleichen. Feng Min, rette ruhig. Dann habe ich meine aufgezehrte Hoffnung. Das war, Alter, das war mein Totem. Feng. Ach, Mist. Und ich war sogar... Hau ab von meinem Totem, Mac. Die sind mir nämlich heilig. Ausnahmsweise mal, ne? So, auf die Schulter. Da hat die Feng eine Falle ausgelöst. Die hänge ich hier hin. Oh, es wird echt knapp, ne? Trotz, dass ich halt hier jetzt total immer alle plätte, ne? Machen Sie die Generatoren schnell. Das ist ein Problem. Ich muss jetzt mir was überlegen. Wie immer. So, ich schau mal zu dem in der Mitte. Weil das noch der, den sie am ehesten machen. Ich will jetzt weit genug weg, weit genug weg. Jetzt kannst du retten. Rette, 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 rette. Hab ich dich? So, trifft deine Wahl. Oh, und die sind dort hinten wieder an meinem Totem, ne? Ich werd fuchsteufelswild. Zack, auf den Haken mit dir. Zack, Falle. Und jetzt wie ein Blitz, ne? Aber die Hexe ist halt ein langsamer Killer. Das ist halt das Problem an der Hexe. Darum mag ich eigentlich Totem-Builds eher auf schnellen Killern wie Hinterwäldler, wie... Und das war die aufgezerrte Hoffnung. Ich werd verrückt, ne? Ah, es ist aber immer die aufgezerrte Hoffnung, ne? Kleiner Hund. Naja, gut. Der ist weg. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Mein Plan zerstört in Scherben. Hallo, Quentin. So, dort hinten wurde gerettet. Das Ding ist, Quentin führt mich jetzt hier auf eine Seite der Map, an der ich nicht sein möchte. Okay, aber wenn sie das Totem dort hinten machen, ne? Der Quentin hat sich jetzt wirklich ein bisschen verrannt. Hat im Nehmen. Nein. Den hänge ich schnell dahin und dann gehe ich sofort wieder zurück zu den Generatoren. Ich habe noch überladen. Damit könnte ich noch was raushauen. Was rumreißen, meine ich. Zack, Falle. Aber jetzt so schnell wie möglich, ne? Flinke Hexe, flinke Füße. Mal sehen, ob ich das noch irgendwie rumgerissen bekomme. Die aufgezehrte Hoffnung war halt mein Geheimplan, aber naja, ihr habt es ja selbst gemerkt. Die geht halt doch mal zu schnell weg, trotz, sag schon, Nervenkitzel der Jagd. Hier oben wurde dran gearbeitet. Und sie haben alle Gens gemacht. Zwei Leute haben Adrenalin. Man kennt es. Dort hinten ist die Feng, die ich jage. Schade. So, Feng. Oh, hier war irgendwo ein Fenster. Okay. Ich versuche jetzt mal schnell hier lang zu gehen und den Retter mit Trifft deine Wahl abzugreifen. Hallo, Dwight. Wisst ihr was? Ich hänge jetzt ganz schnell den Dwight auf. Da wurde... Irgendwo kracht's, da kracht's nochmal. Dwight ist tot. Ich muss aber jetzt irgendwie versuchen, dem Quentin... Ach, shit. Dem kann ich nie und nimmer den Weg abschneiden, oder? Hexe, lauf, sei der Blitz, der du schon immer sein wolltest, Hexe. Nee, das kriege ich nicht hin. Ärgerlich, ärgert mich. Wisst ihr was? Zack, Falle. Nee, die sind raus. Schade, schade, schade. Ich glaube, ich habe es dadurch vermasselt, dass ich so freundlich gespielt habe. Ich hätte da wirklich ein bisschen durchgreifen sollen. Aber das ist halt das Problem an Totem-Builds, ne? Die Hexe ist halt nicht der schnellste Killer dafür. So, ja. Generatoren konnte ich nicht so gut halten. Gut, ich hab mich da am Ende ein bisschen hinreißen lassen. Ich hätte den Quentin da nicht wegjagen sollen. Na gut, passiert. Ich habe nur einen getötet. Ich habe gut ordentlich verletzt und viel gejagt. Ein bisschen ungnädig, das Spiel. Ich fand, die Runde lief eigentlich ziemlich gut. Aber gut, man hat halt meistens das Gefühl, dass man irgendwie besser gespielt hat, das System dann einen meistens bewertet. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.